Hi everyone. Es ist es also soweit. Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm und wir warten darauf, dass legendäre Kultrennwagen Oldtimer-Rennen geladene Fahrer wieder zum Leben erwecken. Ich bin natürlich hocherfreut, dass ich hier dabei sein darf und heiße natürlich auch alle Zuschauer daheim aufs Herzlichste willkommen. Nehmen Sie sich eine Tasse Tee oder Kaffee ganz nach Geschmack und machen sich bereit, denn unsere Teilnehmer befinden sich in den letzten Minuten vor dem Start. Gut, schauen wir mal. Langsam. Viel zu weit. Das war schon mal knapp. Beides geschafft, gut. Dann weiter. Bahrain. Ja. Trainingssessions sind unerlässlich für die fortlaufende Entwicklung des Wagens. Aber wenn es nötig ist, kannst du die Session auch simulieren. Es ist nicht so effektiv, wie selbst hinter dem Steuer zu sitzen. Na ja, wir gehen mal rein. Hier beginnt gleich das Training auf dem Bahrain International Circuit, kurz BIC genannt.
Auf dieser Strecke gibt es zahlreiche Gelegenheiten zu überholen. Das heißt, die Fahrer sollten sich unbedingt mit den Streckenbedingungen extrem vertraut machen, damit sie später wissen, wo und wann was geht. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategie. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ins Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Und dann wollen Sie mal. Das war nichts. Ach ja. Das schon mal geschafft. Ja. Zurück. Ja, let's try. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,39,2. Mhm. Reifenmanagement. Gucken Sie mal.
Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Ging sehr gut. Mal schauen, was wir noch machen können. Das geht recht einfach dieses Mal. Nicht schlecht, sind wir auch. Ja, zurück und dann weiter. RS. Machen wir auch. Thank you.
habe das auch geschafft. Ja, das ging. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Eine Sekunde schneller als mein Kollege. Qualifying, ja. Versuchen wir mal. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 36,7. Na, da sind wir auf B1 sogar. Ob das so bleibt? Schauen wir mal, ob vielleicht andere Einstellungen sind ganz gut.
Strecke frei, noch Zeit. Schauen wir mal. Okay, wir ändern dein Setup. Gute Strecke soweit. Sehr flüssig. Sehr schön.
gut geschafft. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Wolff, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, sehr gut gelaufen. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Ja, schaffen wir mit dem Motor. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Quad übertragen? Ja, auch. Klasse, das war dann alles. Ja, sehr schön, viele Punkte. Ist da was? Nee, da so 1000 oder 120. Oh. Wir können das mal simulieren. Wir haben schon sehr gut gefahren, eigentlich. Somit. Ich denke mal, wir springen dann in die Qualifikation. Gutes Wetter, ja, sehr gerne. Qualifying. In Bahrain steht das Qualifying an und die Fahrer scheinen startklar zu sein. Ich gehe davon aus, dass es gleich losgeht. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen? Oh, schauen wir einmal. Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. 1,34. Durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Gut, wir gehen auf die Strecke. Thank you.
wird das geschafft oder nicht? Soweit Platz 5, ich denke mal. Oh, einfach in die Garage springen. Die Zeit etwas schnell laufen lassen und dann. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,33,8. Ja, wir sind schneller als unser Kollege, das ist schon mal wichtig. Na, versuchen wir mal. Zurück einfach. Das war ein schlechtes Moment. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Leclerc und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Das war hier ganz gut. Wir sind schneller als unser Teamkollege. Wir haben gute Chancen auf Punkte. Also bis nächstes Mal. Tschüss.